Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi, das ist Sarah Isabel. Wir sind durch. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute machen wir zu Hashtag ungeschönt einen kleinen Gesichtertausch. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Heißt, ich werde jetzt ihre Alltagsprodukte in mein Gesicht bekommen und sie leitet mich dazu an. Das wird aufregend, denn manche Dinge unterscheiden sich bei uns. Ich habe ein bisschen Angst, aber wir schaffen das. Und nein, wir haben uns seit einem Monat nicht wieder umgezogen. Das muss man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Wir sind seit Ende März gleich los. Ja, ne? Sarah Isabel ist hier zu Besuch und wir haben ein bisschen Zeit und deswegen drehen wir auch das Hashtag ungeschönt für April jetzt heute. Und ja, ich will ins Bett eigentlich, aber sie zwingt mich dazu. Ja, ich bin schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Ich propp die hier mit Kaffee und Koffein voll, damit ich hier irgendwie halbwegs durchhält. Wenn ich performe. Ja, das ist hier ein kleiner Drill. Und ja, also, ja. Ich würde sagen, wir sollten mal starten. Alle Produkte, die ich verwende, sind selbstverständlich in der Infobox verlinkt. Ja. Bei dir ja, bei mir nein. Okay, also, wir hatten gesagt, den Look, den wir sonst so signature-mäßig im Alltag schminken würden, wenn wir so 15 Minuten ungefähr Zeit haben. Das ist so das, was ich im Kopf hatte. Genau, was für Produkte würde ich da benutzen? Ich würde mit einem Color Corrector starten. Ich liebe ja den aus der Chili Vanilli Limited Edition von Essence aus dem letzten Jahr. Also falls du den hast, dürftest du ihn jetzt gerne einmal auftragen. Und ich ergänze das Ganze dann immer mit einem Concealer, den ich über mein Gesicht ausblende. Da nutze ich aktuell, ich habe das ja sogar hier mit. Hier, pass mal auf. Da. Pass mal auf. Pass mal auf. Den hier, hast du den auch da? Mhm. Genau, das ist der Perfect Match Concealer von L'Oreal. Ich habe den in 1.N, ich weiß nicht, was du hast, aber die zwei Produkte als Base. Und mehr mache ich auch nicht, keine Foundation. Keine Foundation, keine Foundation. Yay! Nein! Und du startest mit Color Corrector, also Concealer, das ist, ne, wie gesagt, habt ihr auch das Ding. Chili Vanilli von Essence. Ich liebe die Textur, weil sie so schön leicht ist, weil sie feuchtigkeitsspendend ist. Also ich trage halt vorher immer eine richtig gute Pflege auf. Mhm. Und dann, ja, das halt unter den Augen, halt sich ein bisschen auf meinen Augen, wegen dieser ganzen, ne, wegen der Äderchen, die hast du ja auch so. Und meistens noch so ein bisschen um meine Nase herum, weil ich da so ein bisschen dunklere Schatten habe, aber das ist ja ganz individuell. Wir haben unser Gesicht getauscht, also mache ich das auch. Ja, das ist so das, wo ich das anwende. Das fühlt sich wirklich schön an. Und es gleicht auch ein bisschen aus. 15 Minuten. Nee. Oh. Ich glaube, das Schnellste, was ich mal geschafft habe, waren so 20, 25 Minuten. Okay, ja. Aber ich verwende ja auch wirklich sehr, sehr viel. Den Concealer gebe ich dann halt auch immer noch so ein bisschen hier aus. Und das ist der True Match Concealer in der Farbe 1RC. 1R. Ich habe 1N. Wir haben so ein bisschen anderen Unterton. Wohin? Also ich gebe das halt hier auf, um das so ein bisschen zu lüften. Dann im ganz, also da so, wo die Dunkelheit sitzt so ein bisschen. Die Dunkelheit in meiner Seele. Ja, bei mir auch, aber ich versuche, ne? Dann halt an meinem Kinn so ein bisschen. Also da, wo du halt gerne ein bisschen was drauf machen möchtest. Dann halt um die Mitte meiner Stirn wirklich. Ich sehe aus. Ja, und wo noch? Und dann mache ich immer so ein ganz bisschen noch hier so. Also wirklich nur so ganz bisschen, wie so eine Linie, um dann noch den Abschluss zu meinem Gesicht, damit alles schön ausgeblendet werden kann. Und dann nutze ich einfach ein Schwämmchen und blende das Ganze schön ein. Es fühlt sich so falsch an. Aber warum denn? Weil es ein Concealer ist. Der gehört nicht hier so überall hin. Und was mache ich mit ihm hier? Ja, da darfst du nochmal was drüber machen. Wenn ich mal einen Pickel habe, dann mache ich da auch nochmal was drüber. Weil ich mache es meistens drüber, lass kurz antrocknen und dann mache ich das dann erst. Dann deckt es auch mehr ab. Was ist mit meiner Nase? Guck dir meine Nase an. Ich bin Rudolf. Ja, okay. Ja, ich mache auch immer ein bisschen was an mein, also an meiner Nase, blende ich das halt dann noch so aus hin. Aber du darfst noch ein bisschen an deine Nase machen. Sie ist einfach rot. Nein, mach erstmal. Nur ein bisschen noch um deine Nase. Ich heule schon wieder. Nee, auf. Ich bringe sie halt schon die ganze Zeit zum Weinen. Bitte nicht schon wieder. Ich glaube, du musst dich beeilen. Mhm.
Das ist ein 15-Minuten-Look. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ja, auf den ersten Schreck folgt gleich der zweite Schreck. Normalerweise trägt Claudia nämlich immer ein loses Puder in ihrem Gesicht auf und nutzt dann auch noch ein farbiges Puder in ihrem Gesicht. Ich mache in den seltensten Fällen beides. Meistens nutze ich nur ein loses Puder. Und zwar ein transparentes. Da gucken wir gleich mal. Wenn sie aufgehört zu weinen. Das ist unglaublich. Es rührt mich hier so, dass ich einfach ihr Gesicht tragen darf. Was passiert hier mit mir? Vor allem jetzt einfach schon Puder? Ja, wir machen meine... Die Schminkreihenfolge von uns unterscheidet sich auch. Oh Gott, ja. Stimmt. Wir haben komplett andere Schminkreihenfolge. Ah, ich habe einen Krümmel im Auge. Ja. Das von deinem Augen-Make-up eben. Oh, das war auch wunderschön. Falls ihr das Video noch nicht gesehen haben solltet, Hashtag ungeschönt im März, schaut gerne vorbei. Ja. Oh Gott, das waren... umwerfende Looks, die wir geschminkt haben. Das war, das ist schnell außer Kontrolle geraten, auf jeden Fall. Guck mal, wie toll deine Haut aussieht. Findest du? Ja. Also an und für sich ja, aber ich finde, dass ich zu wenig Deckkraft habe. Nein, du siehst wunderschön aus. Ah, gleich heul ich wieder. Nein, hör auf zu heulen jetzt. Es reicht. Heul nicht. Heul nicht, heul leise. Wir machen weiter. Wir nennen das Video heul nicht. Heul nicht, mach einfach. Welches lose Puder verwendest du denn immer? Ich habe tatsächlich immer das von Max & More, das hast du bestimmt nicht. Du kannst aber sehr gerne irgendein sehr fein gemahlenes... Meinst du das Wonder Melon? Ja, das. Perfekt. Also ich habe nicht diese Richtung, aber ich habe dieses Puder. Ja, das ist noch original verpackt. Das sollte nämlich noch demnächst mal ausprobiert werden. Heute ist der Tag der Tage. Ich gehe da mit meinem feuchten Schwämmchen rein. Das kenne ich, das Gefühl. Genau. So. Dann setze ich das halt, ne, um meine Augen herum, auf mein Augenlid zum Setten von dem Concealer, den du auch übers Augenlid abgegeben hast, um meine Nase, bisschen auf meiner Stirn. Du bist so schnell, weißt du, ich kann mir das doch um diese Uhrzeit noch nicht alles merken. Moment! Um diese Uhrzeit noch? Um diese Uhrzeit nicht mehr? Siehst du, reden kann man mal. Und wo ist eigentlich die Lidschattenbasis? Okay, also, wir fangen jetzt erstmal an, indem wir das Puder in den Deckel machen. Ja, und dann schön einarbeiten, dass man es halt nicht mehr so sehen kann. Und eigentlich gehe ich nur einmal rein und nutze das dann für beide Seiten von meinen Augen. Jetzt weißt du, das ist jetzt einfach gone. Ja, aber das ist dann jetzt schon ein bisschen viel Puder. Ich nehme ja nicht so viel Puder. Mein Gesicht juckt nämlich mit den meisten Pudern, deswegen benutze ich nicht so viel Puder. Und ich habe wie Claudia auch eine trockene Haut. Das war viel zu viel! Ich wollte es abklopfen. Du sollst dich nicht so staubtrocken im Gesicht machen. Nein, ist nicht mein Gesicht. Stirn. Ja, Nasenflügel. Achso, Nasenflügel. Nasenflügel. Und ein bisschen am Kinn. That's it. Ja, aber was ist denn mit den hier so? Nee, das brauchen wir nicht. Krasses Pferd. Diese Frau bringt mich vollkommen außer Kontrolle hier. Und weil wir meine Schminkreihenfolge machen, ist als nächstes dran, dass du deine Augenbrauen machst. Für meine Augenbrauen benutze ich am liebsten einfach ein farbiges Produkt. Wenn es schnell gehen muss, am liebsten einen Stift. Und ein Gel. Und da habe ich eins, was ich am allerliebsten mag. Das ist das von Eveline Cosmetics. Und dann kannst du einen Stift deiner Wahl benutzen. Ja, also ich habe auch von LH Cosmetics aus dem LH Cosmetics Adventskalender, den habt ihr weggekauft bei Purish, genau. Aber ihr bekommt LH Cosmetics bei Purish und könnt auf einiges mit Claudies Welt 10% sparen. Blond ist meine Farbe. Hä? Ja, auf der einen Seite Stift, auf der anderen Seite Sketch. Wow, und das verwendest du beides? Nee, den Stift aktuell. Wenn es schnell gehen muss, den Stift. Und du verwendest ein Spoolie, um deine Augenbrauen zu kämmen, genau. Oder? Und dabei schaue ich dir jetzt erstmal zu. Diese Farbe ist nicht meine. Nee, die ist ein bisschen zu warm für dich. Aber es geht ja erstmal ums Konzept hier. Ja, ich wollte einfach ja auch deine Produkte nehmen. Und Eveline Cosmetics Brow and Go. Ich weiß nicht, ob es das noch bei Cosmetic for Less gibt. Da würdet ihr damit Claudi 15% drauf sparen. Oh Gott, da kommt aber 4%. Ja, du musst das abstreifen. Ja, das hat nicht funktioniert mit dem Denken. Achso, wie machst du denn deine Augenbrauen? Ja, so ein bisschen feathered, ne? Aber weil du das eigentlich auch immer so machst, dachte ich, brauche ich dazu jetzt nichts sagen. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt, also würde ich persönlich jetzt weitermachen mit den Augen. So, und da benutze ich ja total gerne die LH Cosmetics Siren Song Palette. One moment, please. Und dafür brauchen wir noch einen Glitterglue. Der Sirenengesang befindet sich hier jetzt auch in meinen Händen. Ist die noch unbenutzt? Das weiß ich gar nicht.
ihr Gesichtsausdruck. Ja, offensichtlich habe ich die noch gar nicht so viel verwendet, ne? Nee, gar nicht so viel gerade. Nee. Okay, gut. Also, und ein Glitterglue. Moment. Glitterglue von NYX. So, dann ballerst du den schon mal auf deine Augen drauf. Jetzt schon? Ja. Aha. Und dann möchte ich, dass du diesen wunderschönen grünen Ton... Du gehst einmal so rein, kurz, ja, kurz so. Und dann... Einfach nur, dass sich das überall hin so ein bisschen verteilt. Wir wollen da nicht so 100% decken. Wir wollen das nicht 100% perfekt. Es darf so ein bisschen diffus aussehen. Wir haben ja einen 15-Minuten-Look zu erfüllen. Auf beide Augen jetzt? Ja, genau. Schon. Wir machen okay. Das ratzi-fatzi. Einen auf das eine Auge, auf das andere Auge. Das trocknet kurz an. Und dann kommt die Farbe da drüber. Aber wirklich, die Frau ist hier wirklich unter Strom, Leute. Ja, nicht jetzt, also wenn ich meinen 15-Minuten-Look schminke. Ach so, machst du das nur aufs bewegliche Lid oder auch höher? Auch so ein bisschen höher, damit das dann auch gut hält, damit man es auch wieder schön abschminken kann. Und jetzt gehst du wirklich einmal so... In Lure. Ja. In Lure. So ein bisschen noch. Ja, so, stopp, reicht. So, und das... Ui! Ja, das ist... Eigentlich reicht das jetzt für beide Augen. Ich mach das auch so. Alto Berlin. Genau, und jetzt machst du einen in die Mitte, einen in die Mitte und dann diffust du das aus. Das reicht also erst auf die eine Seite, ja, auf die andere Seite und dann abwechselnd die Augen verteilst du das Produkt hin und her, so ein bisschen diffuser. Ich liebe diese Palette. Und mit deinen grünen Augen sieht das natürlich jetzt auch nochmal richtig, richtig cool aus. Ist das der einzige Ton? Ja, den machen wir jetzt nicht mehr. Eine einsame Träne. Nein, also ganz fertig sind wir an den Augen noch nicht, was da was. Ne? Aber mach erstmal das und dann sprechen wir mal weiter. Aber es klebt doch noch alle und ich brauche eigentlich nicht noch mehr? Nein? Oh. Meine, deine Augen sind auch irgendwie ein bisschen größer als meine. Vielleicht kannst du noch was nachnehmen, wenn du das Gefühl hast, du brauchst noch ein mini bisschen. Nee, aber eigentlich nö. Ich hätte jetzt wirklich Bedenken, dass mir jetzt irgendwie die Augenlider zusammenkleben oder dass irgendwo irgendwas reinläuft. Aber gut. Ich nehme halt nur ganz wenig Glitterglue. Ach, das hättest du sagen müssen. Ups. So? Ja, super. Mhm. So, und jetzt machst du dir Mascara schon drauf. Ja. Wo ist der Eyeliner? Nee, wir machen 15-Minuten-Look. Nee. Ist jetzt gerade kein Eyeliner. Okay, welche? Ich mag die Sky High zum Beispiel total gerne. Viel Spaß beim Abschminken. Ja. Mhm. Nee, aber die, nicht die rosane, die andere. Mhm. Ich mag aber auch gerne die Lash Boss von, nee, Lash Without Limits, die von Essence. Warte, die da. Das ist meine absolute Lieblings im Alltag, aber ich war mir nicht sicher, ob du die hast. Jetzt hast du die einfach. Ja, manchmal wundert man sich, ne? Die Vine Lashes in Rich Black von Max Factor. Ja, die macht so schöne. Wie viele Schichten machst du denn? Ja, eine. aber eine gute. Eine gut. Ja, ne? Hä, wieso hat die so ein anderes Bürstchen? Ihre absolute Lieblingsmascara, die die ganz häufig verwendet. Hä, warte, heißt die anders? Naja, mach die einfach mal drauf. Meine ist nämlich auf jeden Fall vom Max Factor. Keine Wimpernzange? Ach so, doch, Wimpernzange. Oh Gott sei Dank. Also meine, die ich so gerne mag, heißt Masterpiece Max Mascara von Max Factor. Sieht aber fast genauso aus wie die, deswegen dachte ich gerade, es sei die. Ja, ich curl mir erstmal die Wimpern. Ja, das mache ich auch. Bei mir ist nämlich so, dass ich nach einer Schicht Mascara ganz oft nämlich auch False Lashes klebe. Zum Beispiel diese gelben halben von Essence, die liebe ich. Oder falls ich volle Wimpern kleben will, dann die Beauty Lashes aus Mickey's Shop. Mascara, heute das erste Mal, dass ich Mascara verwende. Kann. Ja, stimmt. Es fühlt sich so richtig an. Und du musst keine False Lashes kleben. Ich lasse sie nämlich keine kleben. Tust du deinen unteren Wimpernkranz? Ja, aber eher so außen, ne? So Cat-Eye-mäßig quasi. Ich bin ja echt gleich in 3 Minuten gefühlt fertig. Ja, aber ich sag nur 15 Minuten, ne? So. Wenn ich gleich sage, was du dir alle ins Gesicht packen sollst. Dann mach ich Turbo-Modus. Das sieht nicht nachher ganz vorne. Oh Mann! Nein, du hast ganz vorne gemacht. Du solltest nur die Hälfte. Aber okay, lassen wir gerade noch mal so durchgehen. Aber so ist doch schon mal super. Ich fühle mich wunderschön. Fühlst du dich wohl? Noch nicht. Noch nicht? Okay, gut. Weiter geht's mit Bonser. Mit Bonser. Mit Bonser. Das R ist leider weg. So, pass auf. Das hier ist mein Lieblingsbonser. Hast du den auch? Falls du den nicht haben solltest, habe ich noch einen anderen Lieblingsbonser. Bronzer. Mein Lieblingsbronzer ist nämlich der hier. Das ist der Holiday Skin Luminous Bronzer. Das ist schon mein zweiter. Nummer 010 Summer in the City. Mit Macadamiaöl. Riecht auch danach. So schaut er aus. Ich mag Macadamia nicht mal, aber ich finde den Geruch irgendwie trotzdem angenehm. Echt, du magst kein Macadamia? Ich mag ja fast gar keine Nüsse. Was für einen Pinsel darf ich denn nehmen? Einen sehr, sehr fluffigen Pinsel. Am liebsten so einen oval gebundenen. Wie viel verwende ich denn? Ich gehe meistens so zweimal rein. Einmal für jede Seite. Dann klopfe ich ab.
und dann einmal die ganze Seite. Ich mache halt ne Stirn, mache ja meinen Wangen oben drauf, dann Nase, dubbel, 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 genau. Das ist crazy. Ja, und dann halt noch, ja, hier so hauptsächlich. Ein bisschen am Kinn. Aber ich gehe nochmal rein. Nein, eigentlich. Hä, da sieht man noch nichts von. Doch, bei mir schon. Ich sehe wirklich gar nichts. Aber das kommt durch die Lichter. Wenn ich das hier so sehe und du mich anguckst, sehe ich das. Es ist ja auch Alltag und nicht Film-Make-up, ne? Ja, richtig. Oh Gott, du wirst dir gleich so viele Kilos ins Gesicht. Hm. So, dann sind wir ja auch schon fertig. So, jetzt? Und deswegen hast du bei dir einen Aschenbecher. Ja, richtig. Weißt du, ich verwende das Produkt einfach, was da noch drauf ist, ne? Ja, aber naja, das ist mir dann immer zu viel. So, mein Lieblingsblush, den hast du nicht in deiner Sammlung, oder? Ist einer von Nabla aktuell. Das ist einer von diesen Single-Blushern. Die Farbe So Honey heißt sie, glaube ich. Und den trage ich mir aber dann recht großzügig auf, weil ich mit dem Bronzer immer vorsichtig bin, aber ich trage schon recht viel Blush. Mhm. Ja, ne? Also kannst du ruhig rumrühren. Ja, 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 mach ruhig noch ein bisschen. Ja, ja. Ja, ja, okay, jetzt kannst du das aufgeben. Also einmal auf die eine Seite, auf die andere. Und dann blende ich immer hier ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen aber da. Du gehst nicht nochmal rein? Nee. Das ist halt so die Sache, die geht wirklich nur einmal in ihre Produkte rein? Meistens schon, ja. Manchmal gucke ich dann, wenn es mit dem Gleichgewicht nicht stimmt, mit den Augen oder so, dass ich dann vielleicht nochmal mehr reingehe. Ne? So gerade auch beim Film und wenn ich auch aufwendigeres Make-up trage an den Augen, aber meistens. Jetzt würde ich so denken, ja, du könntest auch nochmal reingehen, wenn du möchtest. Aber der ist echt festgepresst. Hm, genau. Aber das ist ja auch, glaube ich, noch die alte Nabla, wie nennt man das? Textur? Textur, genau. Ist ein bisschen pudriger, fester gepresst, aber ich mag die Farbe sehr gerne, weil sie halt so super neutral ist. Also es ist noch nicht richtig orange, es ist aber auch nicht richtig braun. Es ist halt so super neutral. Die geht einfach mit jedem. Und ich finde halt eben mit dem Grün passt es auch so schön zusammen. Es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Farbe. Ne? Die scheint aber auch noch irgendwie, hat die was Glowiges mit dabei? So ganz, so ein bisschen satiniert. Ich finde, okay. Es wirkt immer so ein bisschen. Machst du auch Blush auf die Nase? Nee. Ja gut, meine Nase ist jetzt ja auch schon rot, weil ich da einfach keine Foundation drauf habe. Das war's dann auch schon. Highlighter als nächstes. Da nutze ich eigentlich immer einen anderen. Also ich habe jetzt nicht so wirklich was, wo ich sage, boah krass, das nutze ich immer. Okay, hier habe ich von Revolution Just My Type den Highlighter am Start. Den habe ich schon seit 100 Jahren. Und was für einen Pinsel nimmst du dafür? Ich nehme meistens den, womit ich vorher in meinem Blush drin war. Das ist jetzt total abgefahren. Seit wann verwendest du denn so wenig Pinsel, sag mal? Ja, also manchmal nehme ich halt einen Highlighter-Pinsel, wenn ich richtig Bums haben will. Aber mit genau explizit diesem Blush nehme ich jetzt den Pinsel. Okay, wie oft, wie viel? Ich gehe einmal nur so wup und dann auch für beides. Nee, also schon einmal. Warte. Wup. So. Klopfst du das ab? Nein. Und dann darfst du das auf beide Seiten einarbeiten. Man kann das in diese Farbe von Nabla so schön einarbeiten. Und dann noch ein bisschen auf deine Nase. Oh ja. Genau. Auch auf den Rücken? Ja, darfst du auch. Keines Falten ziehen, weil dann. Ja, so ne? Drin. So. Okay. Jetzt machen wir die Augen zu Ende. Und zwar, ja, meine Reihenfolge ist ein bisschen durcheinander, okay? Und zwar habe ich da dieses Ding hier. Ich weiß nicht, ob du sowas in der Art hast. Das ist von Catrice, der Highlighting Hero Duo Pencil. Da hat man auf der einen Seite eine schimmernde Seite und auf der anderen Seite eine matte Seite. Mhm. Und ich nutze in letzter Zeit immer den matten Ton tatsächlich und dann so richtig so, wie heißt es dann so, Teardrop-mäßig, der so richtig inner Corner und dann ein bisschen hier an meinen unteren Wimpernkranz, bisschen nach oben und wirklich hier so. Nabla in Ivory, ne, das ist einer von den Cupid's Arrows, der ist halt ein bisschen gräulicher unterwegs, der strahlt jetzt nicht so, also hier ein bisschen was. Na, und dann so ein mini bisschen an unseren Wimpernkranz gezogen. Ein bisschen hier im Innenwinkel, sieht abgefahren aus. Entspricht dies ihren Vorstellungen? Ja. Okay, Augentausch gelungen. Ja. Sehr gut. Okay, jetzt darfst du Fixing Spray drauf machen. Mhm. Da habe ich dir sogar eins mitgebracht. Das ist nämlich das, was ich aktuell immer nutze. Okay, Finina. Ach so, andersrum. Natural Finish Setting Spray von Wet n Wild. Mhm. Springt das? Es ist ein guter Sprühstoß. Vor allem, ich habe Mascara schon drauf. Ja. So? Ja. Was mache ich jetzt? Oh. Ich wähle mich immer erstmal ein bisschen. Und dann. Boah, das stinkt. Wenn es gleich so ein bisschen eingedingsert ist, dann, ne? Mit Schirmchen.
Riecht nicht so schön, aber ich liebe das Ergebnis. Das brennt auf den Lippen. Echt? Mhm. Ja, ich finde, es sieht schön aus. Es sieht auch wirklich, ja. Mhm. Es sieht gut aus, doch. Ich finde, der Name ist halt so Programm. Es heißt ja Natural Finish. Mhm. Und es ist halt auch ein Setting Spray, kein Fixing Spray. Und ich finde, es verbindet alles mega schön. Also die Haut sieht so echt aus und ja, so strahlend. Ich meine, klar, du hast jetzt auch nicht 3 Kilo Make-up drauf, aber ich finde, es sieht so frisch aus. So, dann zu den Lippen. Hast du von Ne Make-up diesen Shine... Chubby Stick? Nee, die in der schwarzen Verpackung. Da gibt es nur 2 Farben, braun und rosa. Sind mir leider gekippt. Nein, weil der braune von Ne Make-up ist mein Go-To-Lippenstift. Also, braune Lippen sind eigentlich bei mir immer Programm. Beyond Jenny von Nabla habe ich in Ador, aber dieses würde auch gehen. Ist in der Farbe Luna und das kommt ohne irgendwas einfach drauf. Mhm. Okay. Oh, das ist aber, jetzt wo ich das so sehe, denke ich mir so, die Farbe brauche ich auch noch. Ja. So, ansonsten wäre jetzt noch Gloss eine Alternative gewesen. Aber der muss nicht drüber, ne? Nee, entweder oder. Ach so, okay. Weil hier ist jetzt schon alles sehr glossy unterwegs. Ja, ne? Richtig, okay. Genau. Ich hatte gerade schon so ein bisschen Bedenken. So, jetzt noch Gloss drüber? Nein, nein, nein. Das wäre natürlich krass. Okay. Kein Gloss. Also das wäre es dann jetzt auch schon. Hammer. Also ich muss wirklich sagen, dass mir der Look gefällt, aber ich fühle mich stellenweise nackt. Das ist wirklich so, weil es halt sehr, sehr wenig ist. Ja, ich kann es, ne, verstehen. Ich kann es verstehen. Das ist so. Nah zeigen. Ich habe tatsächlich ja auch sonst gerne mal so einen Bronzer oder so. Ich finde, dass ich einfach jetzt gerade nicht wirklich gebronzt bin. Ich bin sehr, sehr glowy. Ja gut, ich habe eben auch ein bisschen ein paar Tränchen vergossen hier, ne? Aber ich finde, ich sehe ein bisschen verheult aus. Aber es sieht schon irgendwie frisch aus. Also verkehrt ist es nicht. Wir haben uns aber auch schon mal geschminkt und abgeschminkt und du hast wirklich geweint. Ja, das stimmt allerdings, ne? Ja. Das ist wohl wahr. Also ich finde diesen Look auf jeden Fall um Längen besser als das, was ich eben drauf hatte, was ich abgeschminkt habe. Wow. Aber das war auch nicht schwer. Ich finde das aber auch wirklich, also ich finde das wirklich schöner als so manch ein Fullface, was ich auch geschminkt habe mit Neuheiten, mit Fullface-Brand-Geschichten oder wie auch immer, ne? Also ich fühle den Look. Ich finde, es sieht toll aus. Schreibt unbedingt in die Kommentare, dass es, glaube ich, toll aussieht damit. Der Facebook, mein 15-Minuten-Make-up auf deinem Gesicht. Wahnsinn. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat. Schaut gerne um 18 Uhr bei der lieben Sarah Isabel vorbei. Da kommt nämlich mein Gesicht auf ihr Gesicht. Ich habe Angst. Das wird noch spektakulär, ihr Lieben. Und ja, wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Sie streckt sich schon. Bist du müde? Nein, los jetzt! Ich ganz toll gedrückt von uns. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.